Diplomatie im 21. Jahrhundert. Nicht nur Männer wirken hier, auch viele Frauen vertreten die Interessen des Landes und handeln in wichtigen Themen. Wirtschaftspolitik, Krisenbewältigung, humanitäre Hilfe. Der Einsatz für ein starkes Europa, Länderbeziehungen pflegen oder ein kultureller Austausch. Das sind nur einige von vielen Themen, in denen Diplomatinnen agieren, weltweit. Selbstverständlich gestalten heute Frauen und Männer Außenpolitik und tragen gleichermaßen Verantwortung. Machen sie etwas anders als ihre männlichen Kollegen? Also ich glaube erstmal nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind, aber dass Frauen noch immer deutlich anders sozialisiert sind meistens. Kompetenz, Respekt, Einfühlungsvermögen, Neugier, auch Menschen vor allem, Kompromissfähigkeit. Und das können wahrscheinlich gute Frauen genauso gut wie gute Männer. Ich glaube, dass Frauen gar nicht so viel anders machen als Männer. Jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen, kommt darauf an, den mit den richtigen Stärken an den richtigen Platz zu setzen. Ich habe beobachtet, es gibt gute Diplomatinnen und es gibt gute Diplomaten und es gibt auch das Gegenteil bei beiden Geschlechtern. Summa summarum, gute Diplomatie und schlechte Diplomatie und verteilt sich auf alle Geschlechter gleichermaßen. Diplomatie ist ein wichtiges Instrument deutscher Außenpolitik. Heute ist es selbstverständlich, dass auch Frauen darin auftreten, auch wenn Männer noch den Großteil der Diplomatenposten innehalten. Mehr Frauen wären wünschenswert. Deshalb gibt es vielfältige Initiativen, um mehr Diplomatinnen in führende Positionen zu bringen. Zum Beispiel mit dem ersten Verein für Frauen in der Geschichte des Auswärtigen Amtes, der vor kurzem gegründet wurde. Diplomatie hat viele Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Engagierte Diplomatinnen in der Welt zeigen, dass auch Frauen in diesem Beruf erfolgreich sind. Ihr Rat an junge Kolleginnen. Neugierde ist für mich ein zentrales Wort. Das niemals aufgeben. Ganz wichtig und zentrales Netzwerken, da können wir Frauen noch deutlich besser werden. Und dann sich selbst einfach finden, die richtige Balance finden, zu sagen, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig. Ich glaube, in der Kombination kann das funktionieren. Den eigenen Kompetenzen zu vertrauen, sich Ziele zu setzen und die Ziele zu verfolgen, nicht dauernd zu zweifeln. Auch wenn ich das selber wahrscheinlich nicht immer gelebt habe, trau dir einfach alles zu. Bei Frauen ist es häufig so, dass sie erstmal mit Zögern reagieren, wenn sich eine Chance bietet. Also keine Angst haben. Wir können das genauso gut wie die Männer auch. Das heißt, seien Sie auch, gehen Sie auch ruhig offensiv vor. Vertrauen Sie sich was zu sagen. Sie sind genauso schlau wie die anderen auch.